wunderschönen guten Morgen und einen fröhlichen Nikolaustag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Und er hat natürlich auch seinen Stereo Trader dabei. Ich freue mich, dass Sie heute alle live dabei sind und natürlich, dass Dirk wieder für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße ihn dann von FX Flat und wir schauen uns auch direkt den Risikohinweis an. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute, also ob der Dirk vielleicht einen Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut. Also, dann schauen wir mal, ob der Markt ein Nikolausgeschenk für Dirk hat, ob der brav war. Und dann gebe ich jetzt mal den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ein Nikolausgeschenk, ja, das wäre mal was. Moment. So, der Bildschirm sollte da sein. Yes. Ja, erstmal gute Besserung, Nelson. Ganz offiziell habe ich Danke. ja noch gar nicht gesagt, aber du klingst wirklich so ein bisschen angeschlagen. So, aber momentan, also dann vielleicht an der Stelle auch mal gute Besserung an alle, die angeschlagen sind, weil ich glaube, es sind momentan ja dann doch irgendwie einige. Ja, ich halte hier die Stellung und sage an der Stelle erstmal auch guten Morgen von hier von meiner Seite. Wer auch angeschlagen ist, ist meine Kamera. Die will irgendwie nicht mehr, seit ich die zum letzten Mal ausgestöpselt habe. Da hat es irgendwie einen Controller zerrissen oder ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall Dann musst du müssen wir dein Hemd Respekt haben. beschreiben. Was muss ich meine? Ich habe einen Pulli an. Ich nutze die Gelegenheit der Stunde und trage einen schwarzen Pullover. So, von daher habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie in irgendeiner Form relevant ist. Ich fürchte nicht. Aber darum geht es ja auch hier nicht. Also nochmal ganz wichtig, denn Nelson hat es ja auch gesagt, bitte nicht einfach nachhandeln, ja, oder beziehungsweise nicht einfach blind folgen. Und reicht ja, wenn ich mich ärgere, wenn ich nicht mache wie letzten Freitag. Ich weiß nicht, wer war denn hier letzten Freitag dabei? Da kann ja vielleicht auch mal irgendwie kurz reinschreiben. Da habe ich nämlich auch noch einen Trade beschrieben in den NFPs. Habe gesagt, müsste eigentlich genau dahin. Und dann habe ich zu lange gezögert. Ist er 300 Punkte runter genau dahin gefallen, wo ich vorher eine schöne Linie eingezeichnet habe, beziehungsweise einen Pfeil dahin. Aber so ist es halt manchmal. Und aber nichtsdestotrotz war das schon okay so. Und es geht ja auch immer darum, halt auch so ein bisschen das Ganze zu beschreiben und nicht immer nur, also für mich, für euch natürlich schon, dann halt auch immer zu punkten. Ist natürlich schon schöner, klar. Ich werde es natürlich auch heute versuchen, aber wir werden natürlich jetzt nicht jetzt irgendwie die Riesenstrecke kriegen wie letzten Freitag. Also das halte ich für relativ ausgeschlossen, weil der Markt insgesamt ja doch sehr, sehr ruhig ist und zwar auf hohem Niveau rumpendelt und aber halt solche extremen Ausschläge, die gibt es ja dann leider eher selten. Und ich gucke hier mal gerade mal so drüber. Ja, war ja dann doch der eine oder andere dabei. Und ja, das hat funktioniert. Aber wie gesagt, trotzdem, ne, weil das ist immer ganz wichtig, weil das ja immer nur eine Momentaufnahme ist, beziehungsweise auch wenn das irgendwie recht oft funktioniert, heißt nicht, dass es immer funktioniert. Und vor allen Dingen für diejenigen, die dann hier vielleicht heute zum ersten Mal da sind oder so, da schon mal überhaupt nicht, sondern dann sollte man schon irgendwie regelmäßig das Ganze verfolgen und daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. So, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber das ist ja momentan irgendwie nichts Neues. Einfach so ein bisschen viel Arbeit am Bein die ganze Zeit, weil halt demnächst ja noch ein Stereo Trader Update kommen soll. Und das ist halt wie immer alles etwas ja, mehr und länger und aufwendiger, als man sich das irgendwie vorgestellt hat. Aber so ist es halt. Nee, aber es geht, also nicht so, Freitag war ich wirklich, da war ich komplett im Eimer. Also da habe ich irgendwie nachts unter 4 Stunden geschlafen oder so. Und das war dann irgendwie nicht so gut, aber heute ist nicht so. Und heute bin ich vielleicht auch dann ein bisschen schneller. So, ich gehe mal rüber auf den Hauptbildschirm und dann gucken wir uns erstmal an, wo wir da überhaupt halt irgendwie rumstehen, was der Markt da überhaupt treibt. Also ich habe ja im Blog auch geschrieben, dass der Markt für meine Begriffe, das sieht short aus und das sieht auch short aus. Und das heißt, die präferierte Richtung, die wäre dann heute für den Tag und dann schon eher short. Ob man das jetzt halt heute Morgen direkt also schon so hinkriegt, das steht dann auf dem anderen Blatt. Aber
Auf den Tag bezogen denke ich schon. Also wir sehen also hier, ich fange mal einfach im DAX an, wie immer, links der DAX, rechts der Dow, beides erstmal im Daily, um sich mal einen groben Überblick über die große Wetterlage sozusagen zu verschaffen. Und da sieht man halt im DAX, also da ist halt so ein bisschen ein Problem, wenn man den handelt, dass der natürlich, dass man dann halt echt lange in so ein Ding drin hängen kann, weil das hier sind irgendwie 4 Wochen, ne? Also, oder sehe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Also über 20 Handelstage, die der hier oben halt irgendwo festklebt, ja. Und das ist halt so ein bisschen dann auch vermessen zu sagen, ja, heute passiert es dann jetzt eben, ja, heute kriegen wir mal einen größeren Move. Das kann sein, es wäre auch an der Zeit, ja. Das heißt aber nicht, dass es machen muss, aber trotzdem sieht man hier oben, wird die Luft dünn. Und für mich ist halt hier relevant die 471 im DAX die ganze Zeit. Da hält es sich auch relativ lange dran auf und ich betrachte die so als Indikator eben halt dafür, dass er jetzt halt wieder drunter geschlossen hat, wieder unter der roten Zone. Und hier diese Highs vom Juli, Quatsch, vom Mai, Juni in 2022 da auch nicht rausgenommen hat. Ne? Also das heißt, hier oben, da sieht man, da ist halt irgendwie ist der Markt vorsichtig geworden, beziehungsweise die Käufer zurückhaltend und da geht es nicht wirklich weiter. Ich hätte mir persönlich sowieso insgesamt auch hier mal so einen Rücklauf gewünscht und am liebsten natürlich so im Ganzen bis dahin. Ja. So, und das wird wahrscheinlich auch kommen, aber wie, ob das jetzt heute, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Aber generell halt eben auch mal auf die Runde 14.000 im DAX, beziehungsweise hier auf diesen Peak. Weil das ist halt einfach untypisch und das war auch eigentlich im NFP-Webinar auf den H1 runtergebrochen, am Freitag auch dasselbe und das ist ja ganz, ganz oft mein Ansatz und der auch recht verlässlich ist. Das heißt, also wenn wir wie hier zum Beispiel halt so einen Widerstand haben und der wird dann halt einfach so gekauft, ja, also hier einfach mal so durch und dann läuft der normalerweise eigentlich nicht weiter, ohne dass der Widerstand nochmal bestätigt wurde. Und selbst wenn er es nicht direkt macht, dann macht das halt früher oder später. Und das hier ist für mich so ein bisschen Indiz jetzt dafür, weil wir da oben ja eben, ich muss mal gerade gucken, ob mein Drawing-Tool hier funktioniert. Ja, das sieht, hier ist noch irgendwie eine Notiz, die da nicht hingehört. So, und da sieht man es ein bisschen besser. Ne? Also hier dieses High. Und das heißt, das hier, das fehlt eigentlich für mich, meine Begriffe in der Rückbestätigung. Und dann werden wir halt eben, wenn man das dann halt mal so betrachtet, dann halt eben genau in dem Bereich hier, wo der Markt halt früher oder später, am liebsten natürlich heute im Webinar, erstmal hin dürfte. Und dann ist das so ein bisschen die Knautschzone hier dazwischen. Aber generell ist, wäre das halt so die Bewegung, die wir brauchen, um dann nach oben eben auch weiterzukommen. So, jetzt sind wir ja keine Investoren, also zumindest nicht hier in den im Daytrading und den Daytrading-Webinaren. Aber halt, es geht ja auch darum, das abzuschätzen, was halt irgendwie so plausibel als nächste Bewegung wäre, um das Bild eben zu vervollständigen. Und da fehlt das so ein bisschen. Klar muss man natürlich dann irgendwie einen Timeframe tiefer gucken und sehen, was fehlt da denn noch, was könnte man da halt irgendwie dann halt greifen, weil man kann ja jetzt hier nicht einfach im Daily dann halt jetzt sagen, ja gut, da gehe ich jetzt halt hier short. Und weil dann kann es eben passieren, wie man hier sieht, dass man ein paar Wochen festhängt. Und das wäre natürlich dann halt nicht so gut. Aber generell wäre das halt so meine Einschätzung für den DAX. Und da muss man gleich mal gucken, ob man das im kleinen Timeframe, oh, hier runtergebrochen bekommt. Das ist irgendwie ein schwerer Satz. Und um dort halt irgendwie dann auch den Entry zu finden. Im Dow sieht es ganz ähnlich aus. Beziehungsweise eigentlich sogar ein bisschen deutlicher nach gestern. Hier ist wieder meine merkwürdige Diagonale, die schräge rosa, meine einzige Kanallinie im ganzen Dow, an der ich mich halt in letzter Zeit irgendwie oft orientiert hatte, weil man ja schon sieht, dass halt hier in dem Bereich, ne, also immer wieder, wenn es da hinkommt, gibt es Reaktionen hier auch deutlich rauf, dann runter, dann geht es auch nicht mehr einfach drüber, sondern erstmal tiefer, dann hier so Kaufversuch, nicht funktioniert und hier wieder drüber. Durch und dann wieder von unten. Und hier haben wir eigentlich so fast das gleiche wie hier, nur mit ein bisschen anderem Bild. Das heißt, sind erstmal drüber und dann wieder drunter und dann hat das nochmal bestätigt. Und das könnte jetzt hier eigentlich genauso nochmal kommen. Hier sieht man ja auch mehrfach dran gescheitert, aufgesetzt,
dann hier oben ein bisschen in den Widerstandsbereich. Jetzt stehen wir wieder drunter und jetzt könnte genau dieser Rücklauf nochmal kommen und dass wir dann ab hier nochmal runterbrechen. Würde aber jetzt, also es ist nicht nur wegen dieser Schrägen, sondern einfach wegen dem Gesamtbild hier, sieht man einfach, dass er da oben halt relativ deutlich erstmal gescheitert ist und hier diese Hochs nicht gekauft werden konnten, ja, an der Stelle. Und das fällt mir hier natürlich am meisten ins Auge und dann halt auch hier natürlich genau das Close Level, ja, von dieser Aufwärtsbewegung hier, das könnte man jetzt eigentlich von unten bestätigen und dann halt eben auch von hier nach da dann halt eben runter. So, das heißt aber natürlich dann auch, also das Daily, ja, so, und das heißt natürlich auch, wenn der erstmal noch hoch soll und dann runter, dass der Markt möglicherweise dann auch erstmal long ist, auch wenn ich insgesamt der Meinung bin, der Markt könnte runter. Und das ist natürlich aber eben auch das, worum es ja im Daytrading letzten Endes geht. Das heißt, nicht die große Richtung handeln, sondern vielmehr die große Richtung zu kennen und dann halt zu sehen, was in dieser großen Richtung dann halt eben auch zeitlich runtergebrochen an Bewegung funktionieren und anstehen könnte. Und das heißt, ich muss hier jetzt erstmal einen Timeframe runter. Das wäre dann jetzt hier erstmal der H1. Mache ich mal in beiden Märkten und dann kann man da halt auch mal gucken, ob man da jetzt halt irgendwas findet. Das heißt, ich wollte eigentlich ja erstmal rauf. Im DAX haben wir jetzt aber schon diese 471, haben wir schon gesehen. Die zeichne ich hier auch mal kurz im H1 ein. Das ist hier oben die Geschichte. Ja, also das heißt, das wäre jetzt dann auch im H1 so das Maximum eigentlich an Bewegung, was jetzt für meine Begriffe hier denkbar wäre. Das heißt, der muss jetzt hier nicht hoch, sondern ich würde es natürlich auch mal ein bisschen davon abhängig machen, wie jetzt halt hier 8 Uhr schließt. Aber wenn der halt nochmal Anlauf nimmt, wie gesagt, er bräuchte es eigentlich nicht, weil er halt schon da dran gewesen ist. Aber sollten wir hier irgendwo über der 425 schließen und dann ist schon die Chance da, dass wir erstmal da rauflaufen und dann halt hier unten wieder enden. Also viel mehr sehe ich da momentan nicht. Oder aber wir schließen hier direkt Short gleich in 2 Minuten, was aber gerade nicht so aussieht. Wobei das jetzt hier natürlich auch nur irgendwie 10 Punkte sind. Ja, das sieht viel aus von der Strecke, weil der Markt sich kaum bewegt oder die ganzen Kerzen halt relativ kurz sind. Aber das wäre dann schon nochmal eher ein Ansatz. Und das heißt, da muss man jetzt dann halt eben gucken, wie man denn da reinkommt. So, gegen den steigenden SMA 20 Short. Hä? Da steigt kein SMA 20. Also du meinst im Daily? Ja, klar. Das ist eigentlich egal. Also da der steigt, das Ding, also ich komme da gleich nochmal drauf zurück, Lutz. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Weil ich ja natürlich auch den SMA 20, den habe ich ja tatsächlich immer drin. Bin ich hier den DAX oder den DAO? Das müsste der DAX sein. Den habe ich natürlich ja auch immer drin. Oh je, yeah, Volumen. Beziehungsweise die Vola, das ist ein bisschen unterirdisch. So, mal gucken, ob jetzt hier irgendwie eine relativ schnelle Bewegung kommt oder nicht. Die 425. Aber wie gesagt, würde bedeuten, also ich versuche jetzt wirklich mal den DAX zu greifen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und bitte nicht einfach nachmachen, falls ich jetzt hier irgendwie relativ schnell drücken sollte, was schon passiert ist. So, also, weil er halt tiefer geschlossen hat als die 425, ist das für mich jetzt erstmal ein Triggersignal. Und wenn wir halt irgendwie, also jetzt auch hier kleine Positionen, wie man sieht, ne? So, und wenn wir jetzt dann hier am Daily orientieren, und da wäre das nächste plausible Ziel, oh, ich habe einen Sprachfehler heute Morgen, hier das Vortagestief. Ja, wenn man irgendwie nur schnell scalpen will, ein paar Punkte, gibt es halt hier gerade 10 Punkte an der Zahl, aber ich gucke mal, ob das Ding nicht noch ein bisschen tiefer drücken möchte. Wird hier unten aber auch erstmal direkt den Trail reintun. Und falls das jetzt wirklich die erste Impulsrichtung ist, und dann würde ich da auch wahrscheinlich jetzt erstmal rausgehen. Ja. Aber erstmal passt das so, also jetzt hier rein von der Triggerlinie. Ne? Das heißt, 425 wäre für mich der Trigger. Trigger ist dahingehend zu verstehen, schließt runter. Gibt erstmal einen Rutscher nach unten und auch generell sollte die Stunde tiefer schließen. So, es ist natürlich das Problem, dass der erste Impuls muss jetzt nicht gleich sofort weiterlaufen und es scheint sich hier gerade so ein bisschen leider
aufzutun, sondern da kommt nicht genug nach und rennen wir direkt wieder auf Anfang hier zum Point of Control. Und das heißt, kann auch sein, dass ich erstmal rausfliege und dass man das Ding zum Ende der Stunde dann halt nochmal machen muss. Das kann halt leider passieren, ne? So, da war ich jetzt entweder zu langsam oder zu schnell. Auf jeden Fall die erste Richtung, beziehungsweise der erste Impuls nach unten, der hat schon gestimmt. Hier oben, ich geb dir mal ein bisschen Luft hier oben. So, aber wie gesagt, der Markt, das ist halt das Gefährliche, was ich ja eben auch beschrieben habe. Der ist halt momentan einfach wahnsinnig zäh. So. Und das könnte jetzt leider dazu führen, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie lange drin festhänge. Und dass der auch erstmal nicht aufgeht. Ne? Also deswegen bitte immer irgendwie alles mit Vorsicht zu genießen und nicht als Empfehlung. Aber warten wir erstmal. Also wir stehen jetzt hier einfach nur am Point of Control, sieht man ja. Ne? Also Point of Control. Einfach die Stelle, wo bis jetzt das meiste Volumen von heute gewesen ist. Ist ja auch plausibel, da hinzulaufen. Gut, auf der anderen Seite hätte jetzt natürlich auch einfach genug Volumen kommen können und der Markt drückt dann halt erstmal nach unten raus. Nichtsdestotrotz, die Kasse sucht sich die tagesrelevanten Punkte eigentlich immer um morgens um 9 Uhr. Und da wäre jetzt erstmal hier unten das Vortagestief. Am naheliegendsten. Auf der anderen Seite haben wir hier den Future Open, auch nicht wesentlich höher. Und das heißt also, wobei das ja natürlich nur der Future ist und das Vortagestief, da war ja die Kasse gestern auch mit dabei. So, jetzt überlege ich halt, ne, skaliere ich mir das Ding hier, tue ich mir das an oder sage ich dann im Zweifelsfall, ja, ich gehe dann erstmal raus, ne? Weil also wenn man skalieren wollte, ja, hier oben haben wir den Kassaschluss von gestern. Ich zähle den mal gerade ein bisschen hoch. Das sind auch die 471 oder fast, ne? Auch wieder die 470. So, da versucht er jetzt erstmal dran anzuknüpfen. Das ist der andere tagesrelevante Punkt, also Kassaschluss von gestern und eben Vortagestief von gestern. So, und mehr ist jetzt erstmal nicht zu sehen. Ich werde fast tatsächlich überlege ich gerade das Ding skalieren. Eigentlich könnte man es machen. Also das würde natürlich bedeuten, das wäre dann die Entscheidung, dass ich ja halt sage, das Ding muss im Webinar jetzt nicht aufgehen. Vielleicht ist das heute mal nicht so der falsche Ansatz, weil halt eben die Vola ja auch nicht irgendwie so wahnsinnig viel hergibt. Ne? Und was sollen wir jetzt hier irgendwie mit 20 Euro, 10 Punkten da rumkaspern? Wenn es dann am Ende vielleicht doch ein bisschen schicker werden kann, mit ein bisschen Geduld. Ich weiß es nicht, ne? Also die Position hier ist ja überschaubar, das sieht man ja. Und von daher halte ich mir das mal kurz offen. Und das nämlich so zu machen, könnte aber wie gesagt bedeuten, dass wir halt hier jetzt erstmal drin festkleben und der Trade dann eher theoretisch aufgelöst. Ich habe einen Sprachfehler heute Morgen. Aufgelöst werden müsste. Beziehungsweise halt, dann muss der Markt dem folgen, was ich halt insgesamt hier eingeschätzt habe im Block. Also das ist immer so die Entscheidung, die man treffen muss. Also bei hoher Vola bin ich immer Freund zu sagen, okay, dann lieber auch dann lieber raus, schnell, Gewinn, Verlust, was auch immer, aber das Ding nicht halten, weil dafür gibt es viel zu viele Chancen bei hoher Vola. Und die habe ich hier nicht unbedingt. Viele Chancen. Ne? So, hier sieht man auch gerade schon, kleines Gap. Hier im M5. Das spricht natürlich auch wieder eine deutliche Sprache, nämlich die der Illiquidität. Aber klar, ich meine, das Ding hängt da halt wochenlang rum und hat bis jetzt irgendwie keiner großartiges Interesse gezeigt. Warum denn dann jetzt noch? Ne? So, ich gucke mal ganz kurz, lass den mal hier eben mal in Ruhe. Also hier im H1 kleben wir auch da von unten an einem fallenden SMA 20. Eigentlich auch nicht unbedingt ein Zeichen für weiter rauf, aber generell, ne, das hier habe ich ja vorhin eingezeichnet, das macht schon Sinn, dass er das erstmal versucht. Das kann schon sein. Ja. So, mal gucken, der Dow. Was der uns erzählt, auch nicht wirklich viel. Ne? Da wäre jetzt hier der nächste Pullback
Punkt wäre die 092, das wären nochmal 100 Punkte rauf, die er hier machen könnte. Vielleicht machen wir das, oder mache ich das, nicht wir. Ich gebe ja keine Empfehlung. Vielleicht machen wir das so, dass wir den DAX irgendwie shorten und den Dow Long handeln parallel. Also den DAX dann halt eher shorten, halt wie gesagt, für die gesamte Bewegung. Das würde aber bedeuten, ich muss den Stop hier raufziehen über den CASA Close, weil wenn der zu ist, ist es erstmal nicht gut. Das heißt nämlich, wenn wir hier den CASA Close kriegen sollten, gibt es wahrscheinlich nochmal einen kleinen Impuls nach oben und er wird nicht einfach so dran reagieren. Ne? So, pass auf, ich mache das jetzt mal so. Ich lasse den mal hier oben, ich lasse den mal skaliert und gucke, gehe jetzt mal auf den Dow und mal sehen, ob man da was zu greifen kriegt. Da fällt mir natürlich jetzt direkt wieder Folgendes ins Auge. M15 im Dow. Hier genau bis in die Extension reingelaufen. Da geht es erstmal nicht mehr weiter. Da wird man jetzt ein paar Minuten warten müssen. Und wenn er das aber macht, also das heißt, wenn der hier oben schließt, dann kann man da einen Rücklauf dann irgendwie abwarten und dann in den erstmal long reingehen und dann gucken, ob man von da die Highs hier oben dann halt erreicht. So, das wäre dann halt so die Variante auf der anderen Seite. Als 14.380 habe ich auch, schreibt der Norbert. Ja, das kommt hin, ne? Also auf der Unterseite, ne? Das wäre ja tiefer. Aber wie gesagt, ne, so das ist halt echt immer wieder spooky. Die Reaktionen da an der Stelle. So, aber wenn er hier durchgeht, heißt es halt eben auch, dass er höchstwahrscheinlich dann auch ein gutes Stück höher kommen wird. Ne? Aber das kann man dann ja auch machen. Also ist ja völlig okay. Ja, der hier kommt, der folgt dem ersten Ansatz. Das ist erstmal soweit völlig in Ordnung. Und der hier halt auch, ne, SMA 20 von unten absolut in greifbarer Nähe. Aber ich will da jetzt trotzdem mal zumindest mal noch 5 Minuten abwarten. Also hier im Dow, bevor ich den mir halt hier long schnappe. Und nicht jetzt einfach reinspringen. Weil die Vola ist echt dafür so ein bisschen zu schwach, ne? Wobei es geht eigentlich, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Also wir haben hier seit der Eröffnung jetzt irgendwie schon über 20 Punkte in 10 Minuten. Also es könnte schlimmer sein, ja. Aber klar, wenn man skalieren will und der Markt ruhig ist, spielt das keine Rolle. Dann hätte ich auf der anderen Seite nachher auch irgendwie eine vernünftige Position da drin. Ja, aber erstmal alles easy peasy. Ja, da haben wir da auf jeden Fall ein schönes Beispiel, warum man nicht einfach blind nachspringen sollte, weil, ne, wie gesagt, das Ding lief ja irgendwie 10 Punkte ins Plus, aber ich wollte da runter und ich bin auch hier irgendwie im Moment zumindest noch davon überzeugt, dass es eigentlich eine gute Idee ist, das Ding zu skalieren und die Füße stillzuhalten und den jetzt nicht unbedingt bis um 10 Uhr oder wie lange auch immer wir hier machen, also dicht zu kriegen, weil der DAX dafür in der Wohl an den letzten Tagen halt doch ein bisschen zu wenig gemacht hat. So, und wir haben ja noch den Dow. Bin ja hier nicht verheiratet mit der Position. Das heißt, den kann ich mir ebenfalls krallen und dann auch logischerweise genau andersrum dann halt eben handeln. So, der ist hier jetzt erstmal durch den Point of Control hier über die Highs drüber. Das heißt, der könnte eigentlich gut und gerne, das hier ist der M5, da gehe ich mal eine Etage tiefer. Der könnte jetzt gut und gerne noch mal eins nach oben dran setzen. Und dann von Point of Control rauf bis zur Value Area laufen, also hier bis zu dem VAH, also die Oberseite vom heutigen Handelsvolumen sozusagen. Den mache ich mal Market jetzt, komm. Ne, und dann eben versuchen, darüber
danach auszubrechen. Also hier so ein bisschen Rücklauf, es war jetzt nicht wahnsinnig viel, was ich gerade hier als Rücklauf drin habe, aber der sieht mir schon sehr motiviert aus, weil er halt eben hier auch über die Extension im 15 relativ deutlich drüber geht. Mal gucken, ob das passt als Indiz. Beziehungsweise Indikation, was ja, glaube ich, den gleichen Wortstamm hat. Und einfach nur so ein paar Punkte, das heißt, den hier dann halt eher zum Skypen. Wobei die ersten 15 Minuten natürlich schon tricky sind. Ne? Die können natürlich auch immer nochmal komplett ins Gegenteil kehren. Ich glaube, ich habe ich auch noch nie gemacht. So im Webinar DAX Long, DAO Short oder umgekehrt, beides gleichzeitig. Gucken, was eine gute Idee ist. Das werden wir dann gleich rausfinden. So, 3 Minuten, dann bin ich mal gespannt, wie der M15 da schließt. Machen wir hier mal nebenbei mein Handy auf und da hat man auch noch irgendwie hier nicht alles aus dem Auge zu verlieren. Da stelle ich mich hier mal eben mit dazu. Was gegen alle? Gegen, also ja, okay. Mit dem SMA sage ich gleich noch was dazu. Also generell, ich meine, hier mache ich es ja eigentlich ähnlich, ne, im DAO. Das heißt, wir haben einen fallenden SMA 20, das heißt aber nicht, dass der Markt da nicht mal versuchen darf, da durchzukommen. Ne? Und von daher ist das jetzt erstmal nicht weiter tragisch. Also es müssen ja immer schon ein paar andere Sachen noch mit reinspielen, weil rein der SMA reicht natürlich ja auch nicht, um hier irgendeinen Trade irgendwie einzugehen. Das ist ja nur eine Indikation für den durchschnittlichen Trend. Ja? Mehr ist es ja im Endeffekt auch nicht. So, aber trotzdem sehr hilfreich, keine Frage. Und noch sind wir da noch nicht. So, hier auch wohler Wahnsinn. Ein Punkt rauf und runter. Aber kommt er jetzt vielleicht gleich. Noch 1 Minute. Also ich bin halt immer ein Freund davon. Ich glaube, diejenigen, die hier oft dabei sind, wir wissen das auch oder hören das nicht zum ersten Mal, dass ich den M15 als ersten, in Anführungszeichen, größeren Timeframe halt sehe, um an dem halt auszumachen, so was jetzt erstmal die kurzfristig nächste Richtung ist. Weil oft wird der halt eben auch fortgesetzt. Ne? Das heißt also, wenn der jetzt halt hier im Grün schließt, jetzt fange ich auch schon an zu hüsteln und zu schniefen, und wenn der halt im Grün schließt und dann gibt es meistens eben halt auch direkt danach nochmal den Versuch der Fortsetzung mit der nächsten 15-Minuten-Periode. Ja, und deswegen habe ich den jetzt hier auch gerade so im Auge. Und wie gesagt, für mich interessant ist eben halt hier, dass er über diese Extension hier aus dem Prax gerade irgendwie, dass er da permanent irgendwie auch drüber steht. Und das könnte schon bedeuten, dass wir da gleich nochmal eins kriegen in die Richtung nach oben. Ne? So, ob man den jetzt hier so knapp, weiß ich auch noch nicht. Ne? So, 15 ist um. Das heißt, bin ich ja auch gerade schon geneigt, nochmal drauf zu drücken. Aber okay, lassen wir es erstmal. Hier TA 12 ist jetzt erstmal eingestellt. Für meine Begriffe aber ein bisschen zu motiviert, TA6 als Trail. So, einfach ein kleiner Schuss oben raus. Weil im Daily will ich ja, klar, im Daily will ich auf die 172, das ist natürlich jetzt hier, wäre ein bisschen übertrieben. Aber generell ist das halt so die Marschrichtung. So, und hier im H1 würde ich schon gerne mal irgendwie zumindest mal bis da dran laufen, also bis hier an die Hochs, wo ja dann auch der
der fallende SMA 20 uns hier entgegenkommt, sondern das heißt, da darf der mal versuchen, irgendwie einmal da oben reinzustechen. Und da wäre der DAX auch gleichzeitig, das sehe ich hier gerade mit dem anderen Auge, da wäre der DAX auch gleichzeitig bei der 470 und würde dann da auch versuchen, drüber zu kommen. Ne, aber hier, das hat sich halt zumindest jetzt wieder bestätigt. Ne? Also der M15 hat eben die ganze Zeit über der Extension gehandelt, plus eben die Tatsache, dass er in grün geschlossen hat, jetzt erstmal Folgeimpuls hervorgerufen in der Richtung von dem davor. Von daher war der dann jetzt erstmal ein bisschen besser als der DAX Trade. Und hier warte ich eigentlich nur auf so einen kleinen Schuss nach oben. Ne? Und deswegen auch da oben der Trading Stop. Weil ich weiß ja nicht, was er jetzt vorhat in dieser Periode. Aber entweder ist die Bewegung dann da oben abgeschlossen oder es geht wirklich durch. Aber so ein bisschen was darf da halt eben schon passieren. Hier sehen wir halt auch, ja, hier mein Freund Ema, den beachte ich hier natürlich nicht. Also nicht Freund, sondern das, wo ich nie weiß, warum ich es überhaupt eingezeichnet habe. Weil irgendwo hängt der einfach immer rum, ist ja klar. Und irgendwie konnte ich noch nie eine Richtung draus ableiten. Dann eher so immer als Indikation, so, da wird es dann komisch. Ja, mal gucken. Also ich will ja hier sowieso nur einen kleinen Schuss irgendwie nach oben haben, aber. Heißt ja nicht, dass es unbedingt jetzt genauso kommen muss. Das hier ist mir so ein bisschen genau da oben mit der 34 020, wo ich jetzt auch auf Anhieb gar nicht beschreiben könnte, warum die da drin ist. Das ist einfach eine alte Linie. Sondern da wäre jetzt halt eigentlich so das nächste Ziel auch hier oben wieder die Erweiterung. Ne? Und da wären wir dann auch bei den Highs. Also hier bei diesen Peaks. Und da darf der schon irgendwie einmal reinstechen. Darf er, muss er nicht, darf er aber. Aber das ist natürlich echt, also Wohler, Alter. Bitter. Das ist echt ein bisschen bitter. Da hätte man ja auch irgendwie eine größere Position machen können. Dann wäre wenigstens ein bisschen Nervenkitzel dabei. Wobei Nervenkitzel, darum geht es ja nicht, nein. Aber halt, dann würde sich der Aufriss hier mit den ganzen Überlegungen wenigstens lohnen. Aber das hätte ich jetzt natürlich hier wirklich machen können, ne? Weil da habe ich ja gesagt, ich will das Ding eigentlich nur scalpen irgendwie für ein paar Punkte. Und also den Dow zum Scalpen und den DAX eben halt für die Tagesrichtung. Und hier halt auch, sieht man ebenfalls im H1, dass er hier halt auch über den Extensions irgendwie rumwackelt, ist in den nächsten Außenstab da halt rein. Aber könnte auch genauso gut sein, dass das jetzt hier dann einfach schon war, ne? Dass da halt nichts mehr nachkommt. Natürlich hat hier ein bisschen lang gewartet. Also erscheint mir zwar ein bisschen merkwürdig, dass der halt hier, also normalerweise, es sieht ja so ein Abschluss von der Bewegung geht ja meistens so ein bisschen mit einem Impuls einher. Das heißt, es gibt noch einmal so ein Bäm, dann halt in die Richtung und dann dreht der Markt. Ne? So, und dieser Bäm nach oben, irgendwie fehlt der. Irgendwie fehlt er. So, gucken wir den DAX mal gleichzeitig an. Ja, ein Gebackel ohne Gleichen. Am Ende stellt sich raus, ich habe beim Dow zu lange gewartet und beim DAX zu lange gewartet. Das kann natürlich auch passieren. Das wäre natürlich dann so das Worst Case, aber möglich ist ja alles. Weil der DAX kommt nämlich gerade schon wieder zurück. Hätte ich einfach mal nach zweimal 10 Punkten auflösen sollen, wäre auch 20, ne?
Gut, ich habe ja die Hoffnung, dass wir so ein bisschen, weil Dienstage sind ja irgendwie oft so, dass die halt mal die Richtung gerne dann auch ein bisschen deutlicher vorgeben. Und hätte hier schon so ein bisschen deutlicher irgendwie das Ganze schon sein können. So, ich gebe mir mal hier mal die zweite Position rein im DAO und versuche dann mal den zweiten Run nach oben. Mal gucken, ob es den gibt. Wenn nicht, dann war das halt eine Fehlentscheidung. Das sieht mir eher aus nach, das sieht mir nach gar nichts aus. Sieht mir aus nach Gewackel auf der Stelle. Also will ich jetzt auch mal nicht überbewerten. Frag mich nur gerade, warum die 20 hier oben so genau gehalten haben. Und klar, das Problem mit den SMAs ist natürlich immer, ne, also wo ich ja meinte, ich will hier einmal kurz reinstechen in den SMA 20. Das Problem ist nur, würde jetzt diese Stundenkerze halt irgendwie 100 Punkte tiefer schließen, dann hängt der natürlich da oben genau drin. Ne? Das ist halt eben das Problem, weil der Kurs läuft ja nicht zum SMA, sondern umgekehrt wird der ein Schuh draus. Der SMA läuft dem Kurs hinterher. Ja, das ist alles ein bisschen schräg hier. Auch dass der jetzt hier komplett nochmal runterkommt. Das ist natürlich schon ein bisschen kacke. So, sieht aber dann so aus, als könnte ich hier jetzt zumindest die zweite in die andere Richtung aufmachen. Irgendwas wird schon funktionieren. Man hätte natürlich logischerweise besser oben gemacht, aber gut, da wollte er halt nicht hin. Ja, so, was soll ich denn machen? So, hier einmal ein Stoß an die Eröffnung. Gucken, ob wir jetzt hier immer noch keine Reaktion kriegen. Das wird wieder so ein Webinar, wo ich mich nachher fragen muss, was habe ich da eigentlich übersehen? Was habe ich da möglicherweise falsch gemacht? Also bis jetzt kann ich mir noch keinen Vorwurf machen. Also mal abgesehen hier von der 24.020, aber für die brauche ich ja auch eine Erklärung. Aber dass die erste 15 Minuten dann wieder so umgedreht wird, ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Regel. Ne? Von daher finde ich das jetzt hier erstmal von der Entscheidung her nicht so wahnsinnig falsch, ne, weil wir hier halt auch hier einfach im bullischen Kontext jetzt erstmal drin sind. Ne? Noch. Das kann sich natürlich ändern, das ist keine Frage, aber dass sich dann halt eben in so einem Gebilde ändert, ist ja eher, wäre schon eher selten. Das hat einfach ein ziemliches Hin und Her. Und klar, wann sich irgendwo eine Range oder wenn man gerade dann das Pech hat, dass man den Anfang von der Range dann halt irgendwie mitgestaltet, unfreiwillig, kann passieren. Gehört halt auch dazu, aber nennt man dann eben auch Pech, wenn es so ist, ne? Also noch ist es nicht klar, ob es so sein wird. Aber auch irgendwie gerade nicht so wahnsinnig unwahrscheinlich. Ach ja. Was, dass du den DAX nicht mal. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich wollte den DAX nie wieder handeln. Das wird immer eine Hassliebe sein. Das Running Gag wird das. Ey. Das ist echt der Running Gag. So, ich mache jetzt hier Folgendes. Also, wenn der Markt jetzt wirklich so schließt hier im M15, wir haben ja noch irgendwie 5 Minuten, würde ich das Ding glatt umdrehen. Ich würde den glatt umdrehen. Komplett.
Und dann den auch hinten anstellen und sagen, gut, ich mache das irgendwie. Machen wir später zu. Muss nicht im Webinar sein. So, und dann ist hier noch ein Impuls und das Ding ist gedreht. Also Verlust drehen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja. Aber wie die Karte noch irgendwie dann gut werden soll, das steht auch auf dem anderen Blatt. Und ich sehe es momentan nicht so wirklich. Also man kann natürlich auch hier jetzt einfach dann halt einen Stop da unten hinlegen. Wenn das jetzt hier nicht nur der Abschlussimpuls war. Das Ding hier drehen und dann halt eben, ne, weil das ist ja halt echt übel, wie der hier auf der Unterseite rumdrückt. Und dann halt eben drauf bauen, hoffen wir auch immer, dass nämlich dann genau das eintritt, was ich vorhin beschrieben habe, dass man halt nämlich eben, so, jetzt ist es zu spät, das heißt, jetzt habe ich es eh gemacht, dass nämlich eben genau das bei rauskommt, dass wir halt hier tatsächlich eigentlich da oben drin stecken und man das halt nur noch nicht sieht aufgrund der Zeit. Das heißt, wir hätten noch irgendwie eine halbe Stunde, die man dann hier gedanklich draufrechnen muss. Ändert aber nichts daran, dass der jetzt erstmal hier im Verlust raus ist, ne? So, bin mal gespannt, ob das eine gute Idee war. Wie gesagt, meistens ist es keine gute Idee, im Verlust zu drehen. Wenn man nicht irgendwie einen vernünftigen Anhaltspunkt hat, sollte man das auch nicht unbedingt machen, ne? Aber wenn ich mir das hier angucke, das Ding, also hier die Kerze davor, die wird hier gerade, wenn sich jetzt nicht alles nochmal irgendwie auf dem letzten Drücker umdreht, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir kriegen hier gerade ein Engulfing, was ich halt, das heißt, wir drehen halt hier den Kontext gerade ziemlich fulminant irgendwie um. Und das könnte entsprechend noch deutlich tiefer gehen, dann auch hier, auch noch innerhalb von den nächsten 5 Minuten. Also das ist jetzt hier die Impulsrichtung, die sich hier gerade abzeichnet. Und das war jetzt halt hier auch mein Grund, ne? Und vor allen Dingen, wir stecken jetzt mittlerweile auch hier oben im VAH, sind durch den Point of Control, liegen unterm VAL. Da versucht der Markt sich jetzt gerade zu orientieren. Das ist jetzt dann halt eben erstmal Short. Und könnte sich jetzt auch relativ schnell voraussetzen, wir kriegen hier mal ein bisschen Vola, dann auch noch wesentlich deutlicher ausbauen, als das momentan hier der Fall ist, als es hier zu sehen ist. So, DAX relativ ähnlich. Da drücken wir auch auf der Unterseite rum. Und M15 sieht auch ganz ähnlich aus und könnte sich ebenfalls jetzt relativ deutlich noch auf den letzten Drücker von der ersten halben Stunde nach unten drücken. So, das heißt, da gab es dann zwar erstmal eine Fehlentscheidung. Also im DAU dann halt leider. Wobei, wo ist ja egal. Aber das heißt nicht, dass der Drops hier schon fürs Trading gelutscht ist. So, gucken, hier habe ich ja gesagt, ne, das wäre das relevante Ziel für die, eigentlich für die Unterseite, nämlich das Vortagestief an der Stelle. Und einfach aus dem Daily-Aspekt beziehungsweise aus der Sichtweise vom Daily wäre das jetzt einfach der nächste relevante oder interessante Punkt, ja. So, und da die Kasse das ja gerne macht, eben halt zur Eröffnung dann halt auch die Tagesrichtung oder die tagesinteressanten Punkte halt irgendwie auszuloten, wäre das jetzt alles andere als unplausibel. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, unplausibel, aber das wäre jetzt das Naheliegendste hier auf jeden Fall. Ne? So, das heißt, das Ding haben wir schon erstmal im Plus. DAU das gleiche in Grün, drückt auch auf der Unterseite rum. Also insgesamt wäre ich jetzt hier wieder im Plus. Also alle Trades zusammengerechnet. So, hier. Sehe ich jetzt momentan auch noch nichts sonst, was jetzt irgendwie relevant sein könnte, warum ich jetzt hier raus sollte im DAX. Da ist natürlich, ich hoffe, ich bin da nicht im Bild, nee, aber hier unten SMA 20 im Daily, der schreit natürlich, ne? Der ruft, der bittet aus dem Keller.
Kinderparadies abgeholt zu werden. So, dann nehmen wir jetzt mal einen hier raus. Die da, hier haben wir jetzt auch schon. Ich mache den jetzt erstmal weg, ja. So, weil damit habe ich erstmal meinen Loss gecovert. Das sieht man hier, 160 minus, 207 plus, das sind 50 Euro im Topf. Und hier oben habe ich jetzt mal einen rausgenommen. Und den kann man jetzt entweder auch dann halt rausnehmen oder halt bis zum St. Nimmerleins-Tag in Ruhe lassen. Wir kriegen aber hier gerade irgendwie ziemlich Speed, ja. Von daher wäre ich schon ein Freund davon zu sagen, komm, ich trail den jetzt auch erstmal raus und bin dann erstmal zufrieden, ja. Weil, also ich habe ja vorhin auch gesagt, in die Gegenrichtung ebenfalls, ne, eigentlich ist so ein Bewegungsabschluss immer mit einem bisschen kräftigeren Impuls. Meistens kommt das zusammen. Und das könnte natürlich auch bedeuten, dass wir jetzt hier erstmal fertig sind, uns dann wieder einpendeln und dann erst um 11 Uhr den Rest machen. Ne? So. Ach ja, genau, Norbert. Siehst du, 14.380 hatte Norbert vorhin gemeint. Ja, ne, einfach Vortagestief, das passt doch zusammen hier. Und da haben wir auch noch ein Pivot und keine Ahnung, was da jetzt passiert. So, aber das ist doch insgesamt, ist das doch hier nett. Ja, mit bisschen mehr Luft da oben. Und bin ich natürlich jetzt, also ich bin natürlich auch froh, ganz klar, ne, dass wir jetzt halt eben, dass ich hier nicht einen Trade habe, den ich über das Webinar hinaus mitnehmen muss, sondern jetzt erstmal hier die für meine Begriffe relevante Tagesrichtung hier trotzdem in der ersten Stunde dann hier noch mitnehmen konnte. Ne. Skaliert nach oben, ne, aber die Grenzen ja auch klar definiert. Und von daher ist das doch okay. So, im DAO. Ja, geht so, ne? Also, ich meine, da war ja halt, die erste Entscheidung war die falsche. Aber auch wenn Drehen im Verlust immer tricky ist, aber hier hat es ja dann doch wirklich Sinn gemacht, aufgrund, oder beziehungsweise da waren meine Kriterien für mich maßgeblich genug und wie man sieht, ja auch richtig die ganze Geschichte, ne? Von daher ist es okay. Also hätte wirklich besser sein können. Hätte auch hier oben rausgehen können, aber ey, so what, ne? Also, Plus ist Plus. Und selbst wenn es hier Minus wäre, insgesamt Plus wäre es auch okay, aber so sind es dann halt eben hier. Die Position war hier auch direkt ein bisschen größer. Also, punktemäßig darf man es natürlich so nicht rechnen, ne? Weil das wäre komisch. Weil das richtet sich ja immer nach der Initialposition. Und die war ja hier direkt größer. Also hier sind es 43 Punkte mit 5 Kontrakte und hier 67 mit 2,5. Deswegen sind die Punkte hier zwar mehr, aber das Ergebnis hier mehr. Also das heißt einmal 207 Euro gegen 161, also rund 50 Euro im Topf. Und hier dann halt eben 170 mit 2x35 Punkten. Das passt. Also, ne, das kann man ja eh umrechnen auf seine eigene Positionsgröße, aber es ist ja trotzdem okay. Insgesamt jetzt irgendwie über 200 Euro irgendwas. Das ist ja auch nicht so nichts. Oder beziehungsweise nicht so wenig. Alright. So, also, wer war dabei? Keiner. Alle eingeschlafen oder wie? Seid doch mal nicht so still, seid doch mal ein bisschen laut, macht doch mal ein bisschen Alarm hier. Es sind so viele Leute da, heute wieder, also wieder so gut besucht, aber ihr seid so still. Komm, Nelson, traut sich keiner was zu sagen. Doch. Ich fühle mich immer ganz einsam. So. Schau mal, da kriegst du auch ein Feedback und noch ein Feedback. Ja, jetzt kommt's. Aha. Bist du. Nein, weil es geht ja nicht um Applaus. Ne? Ich will ja wirklich wissen, ob davon was ankommt. Und ob das irgendwie hilfreich war, darum geht es ja. Ne? So, ich lese auch alles, was hier reinkommt, auch wenn ich nicht immer alles irgendwie beantworte, ist halt auch klar. So, 40 Punkte, kleine Position. Lutz hat Familien-News geteilt. So, Punkte. Ingrid. Ja, ist doch auch schön. Eine große Familie hier. Ja. Glückwunsch. Sport verschlafen. Gut. Ja, sehr schön. Ja, ist doch gut. Super, freut mich. Freut mich, freut mich, freut mich. So, jetzt kam mir hier einiges da rein. Also,
Nee, ernsthaft, ne? Ich finde es immer gut, wenn so ein bisschen Austausch da ist, auch wenn irgendwie Rückfragen. Also ja, genau, mit dem SMA20 war ja vorhin noch der Lutz. Lutz hat wahrscheinlich den Daily gemeint, ne? Oder was meintest du eben genau? Also Long, was habe ich gemacht? Long gegen den verfallenen. Ich finde die Nachricht gar nicht mehr. Gegen den Ich meine, steigenden. ich mein genau gegen den steigenden SMA. MA-Shorten. Achso, ja, genau, ich bin ja hier im H1. Sekunde, Sekunde. Achso, ja, sicher, ne? Weil, also ich meine, hier haben wir es nochmal, ne? Also hier unten kommt der halt da irgendwie angekrabbelt. Was man ja halt sieht, oder würde man jetzt hingehen? Also ich habe da wirklich schon mal belegt, ob ich nicht einen Indikator dafür schreiben soll, das Ding mal irgendwie, damit man das mal auch so ein bisschen versteht. Und zwar, das ist ein Durchschnitt von 20, ja, also das heißt von 20 Perioden. Wenn man das oft genug gehandelt hat, ja, dann weiß man, wann das Ding sich drehen kann, weil es ist einfach so ein Erfahrungswert, aber es ist einfach eigentlich nur ein bisschen Mathe. Das heißt nämlich, also man sieht ja hier jetzt schon, dass der sich so ein bisschen krümmt hier, ne? Also das heißt, die Steigung nimmt ab. Ne? Also hier ist es halt relativ steil und hier nimmt das Ganze ab. So, und das ist geschuldet einfach den drei letzten Abwärtsbewegungen, die wir hier hatten. Und das heißt, wenn man jetzt hingeht und rechnet sich einfach mal die 19 Kerzen, 19 letzten zusammen, und dann wird man ja halt auf den Wert kommen und dann kann man sich auch ausrechnen, wie viel es eigentlich nur braucht, dass das Ding halt dann eben auch nach unten dreht. Das heißt, aus dem steigenden ist jetzt hier der Punkt erreicht, würde die halt hier drunter schließen, ja, behaupte ich mal, ohne es jetzt genau nachzurechnen, aber würde der nur hier unten reinstechen, ja, dann sehen wir in dem Moment, wo er das macht, wahrscheinlich schon einen knickenden SMA20. Das heißt, der steigt gar nicht mehr. Und jetzt ist das ja natürlich auch nicht das Maß der Dinge, ja, aber wenn man halt den eben dazu nimmt zu seinen Überlegungen, zum Beispiel sagt, ich handle nicht short gegen den steigenden SMA20, da muss man aber auch wissen, wann das Ding drehen kann. Und das ist hier nicht weit davon entfernt. Wie gesagt, man müsste das mal ausrechnen. Macht man ja halt einfach anhand der Schlusskurse. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Das heißt, hier ist eigentlich, da liegt der Anfang von der ganzen Geschichte. Und das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, ne, bis hierhin und das Ding ist nicht mehr nach oben gebogen, sondern drückt schon nach unten. Und deswegen, man darf halt nicht vergessen, der Kurs läuft nie zu keinem EMA, SMA, was auch immer, sondern der EMA, SMA kommt immer zum Kurs. Immer, ja. Klar kommt es natürlich an einer Stelle immer irgendwo zusammen, das ist ja logisch, ja. Und weil es halt eben auch nur ein bisschen Mathe ist. Aber das ist halt eben das, was so ein bisschen schwierig ist, ja, das halt dann auch mit einzubeziehen, weil es ist ja kein statisches Level, es ist ja ein dynamisches Level. Ne? Und deswegen nochmal, also wenn wir hier einfach auch nur noch 200 Punkte tiefer sind, dreht das Ding nach unten. Und dann, wenn der Markt es also schaffen würde, nur 200 Punkte tiefer zu schließen, und dann haben wir morgen nämlich. Dann guckt man da drauf und denkt so, hä, boah, ist ja alles irgendwie, dreht sich ja alles runter gerade, ne? Deswegen, also wenn man halt die Dinger behandelt, sollte man sich das immer vor Augen halten. Wo ich halt vorhin meinte, ne, so, ich habe schon mal überlegt, ob ich da nicht mal irgendwie Indikator dafür bauen soll, der dann halt einfach auch so anzeigt, so, hey, pass auf, hier kritisch, ne? Ab hier dreht das Ding runter, ab hier ändert sich die Richtung dahingehend oder dahingehend. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Gut, also kurze Rede, langer Sinn. In meinem Blog steht aber eigentlich auch schon das meiste drin oder vielleicht auch nicht. Also generell meine Richtung, Tagesrichtung ist Short. Und wegen der ganzen Geschichte hier oben, ja, habe ich ja auch am Anfang erklärt. Und das heißt, im DAO könnten wir gut und gerne hier nochmal auf die 480 stoßen und im großen Bild eben auch auf die 32.000. 800, ja, also das wäre so meine Wunschrichtung, ne, so in zwei Etappen vielleicht mal irgendwie dahin. Ich weiß es nicht, ne, aber das wäre schon relativ naheliegend, dass wir halt hier irgendwann nochmal in dieses Gebilde
in dieses Cluster da unten halt irgendwo reinkommen. Und im DAX halt, habe ich ja auch gesagt, ne, da wäre halt wirklich die Runde 14.000 mal ein Thema. Und siehe da übrigens, ne, H1 war genau richtig, hier rauszugehen. Ja, weil man vorhin irgendwie, ja auch schön, wo ich auch meinte, ne, so Impuls nach unten, wenn es halt irgendwie schnell wird, ist eben oft auch ein Bewegungsabschluss und der kann, wie es, das macht er genau, wie ich es beschrieben habe, kann eben auch nochmal zurücklaufen und pendelt sich dann hier irgendwie in der Mitte ein. Von daher war das auch richtig, hier rauszugehen und da jetzt eben nicht mehr zu warten. Aber das, was wir halt hier unten gesehen haben von der Bewegung, das war eigentlich das, was ich hier oben gerne eben gehabt hätte. Und worauf ich auch im DAU gewartet habe. Und weil das eigentlich typisch ist. Ne? Gut, hat er jetzt nicht gemacht, hat er nur unten gemacht, aber ist ja okay. Ja. Man muss sich ja immer irgendwie auf jeden Unsinn irgendwie einlassen und es ist ja keine Raketenwissenschaft, die ganze Nummer. Gut, alright. So, das war's von meiner Seite. Stunde wäre auch perfekt um. Von daher würde ich das dann hier auch dicht machen. Ich weiß nicht, Nelson, bist du zu Hause? Kannst du dich irgendwie ein bisschen kurieren oder musst du leider im Büro sitzen? Nein, streich mal das leider. Ich fahre jetzt gleich noch ins Büro. Du fährst gleich noch ins Büro. Genau. Okay. Ja, gut. Ja, aber dann wünsche ich dir trotzdem gute Besserung, weil ich wollte nämlich gerade Dankeschön. sagen, da kann der Nelson sich jetzt auch wieder hinlegen. Und dann hat er bestimmt auch nichts dagegen, Ja, aber ist natürlich das mache ich ja sowieso, aber halt im Büro. im Büro, ja, schön, gut. Ja, so einen Arbeitgeber hätte ich auch mal gerne. Meiner sagt immer, du legst dich nicht hin, du musst arbeiten. Ja, richtig so. Das. Ja. Also bevor du hier weiterredest, bedanke ich mich schon mal für das Webinar. Ich fand es echt gut heute, vor allen Dingen, wie die Richtungen sich gedreht haben und du aber trotzdem ruhig und alles Sachliche beschrieben hast. Also wirklich Hut ab. Und natürlich auch für deinen Ausflug in die Mathematik. Ich wusste gar nicht, dass du Mathe-Leistungskurs hattest. Jeden und natürlich auch ein riesen Dankeschön. An alle, die heute live dabei waren und auch natürlich auch hier für das Feedback im Chat. Freut mich sehr. Den Dirk sehen wir oder hören wir am Montag wieder. Helpdesk. Bis dahin wünsche ich natürlich viel Erfolg im Trading. Bleiben Sie gesund und Dirk, du hast heute das Schlusswort. Dankeschön. Das wollte ich doch gar nicht, das hättest du doch gerne gehabt. So, dann mache ich Ich aber dafür weiß. kurz. Also nochmal gute Besserungen an dich, Nelson. Und falls hier noch jemand krank ist, natürlich, ja, passt auf euch auf eure Position. Hat Spaß gemacht, war wieder sehr gut besucht heute. Wenn ich mir den Kurs so angucke, bin ich jetzt gar nicht so unfroh drum, raus zu sein. Sonst komme ich hier gleich nochmal in Versuchung, irgendwo auf den Knopf zu drücken. Nein, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War nicht so einfach, aber trotzdem war es ja gut aufgegangen. Und hier scheint auch ein bisschen wohler sich jetzt wieder zu bilden. Und das heißt, es könnte sein, dass wir heute dann auch hier das Geschiebe auflösen. So, aber ich soll ja zum Schluss kommen, das mache ich dann hiermit und sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal am Montag, wie der Nelson schon gesagt hat, zum Helpdesk und ansonsten in Kürze dann auch wieder zum Live-Trading. Bis dahin, ciao, ciao, Dankeschön.